Nennen wir ihn Ali, Mitte 30. C-Bewilligung, gelernter Handwerker. Ich war Spionagent, ja. Für türkische Geheimnis, MIT. 2006 sei er angeworben worden. Türkische Journalisten bestätigen seine Aussagen. Ali sagt, sein Chef habe auf der türkischen Botschaft in Bern gearbeitet. Ich habe ihm Informationen gegeben und er nach Ankara. MIT-Mitarbeiter sind immer in Botschaft. Ja, er ist jeden Tag dort, ja. Aber Mitarbeiter offiziell ist er nicht gewesen, nein. Langjährige Bespitzelung durch offizielle Spione? Die türkische Botschaft in Bern lässt die Anfrage von 10 vor 10 unbeantwortet. Man ist vorsichtiger. Wenn man rausläuft, dann schaut man zuerst mal, wer alles da in der Nähe ist. Und ja, es hat mal eine Zeit gegeben, wo ich wirklich paranoid geworden bin, wo ich wirklich Angst hatte, dass ich verfolgt werde. Ramazan Özgü, Jurist und Gülen-Anhänger. Spätestens seit dem Putschversuch in der Türkei steht er unter Beobachtung. Das Institut, in dem er arbeitet, ist aufgeführt in einem Schreiben der türkischen Botschaft. Der grüne Nationalrat Baltasar Gletli hat es publik gemacht. Die Gülen-Schulen in der Schweiz mussten Ankara gemeldet werden. Datum 27. September 2016. 10 vor 10 aber weiß, türkische Zeitungen nannten die Schulen im genau gleichen Wortlaut schon zwei Monate vorher. Nämlich am 29. Juli, kurz nach dem Putschversuch. Also ich gehe davon aus, dass die Listen also von uns, also von diesen Namen, dass das eigentlich schon vor dem Putschversuch vorbereitet worden sind. Wie lange schon? Ja, ich kann mir schon vorstellen, etwa 3-4 Monate. Also, weil es hat ja immer eine Liste gegeben, sozusagen in der Türkei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch in der Schweiz etwas passiert ist. Wie viele Spitzel hat denn der türkische Geheimdienst in der Schweiz? Also früher, damals, wo ich gearbeitet habe, waren es weniger. Aber ungefähr wie viele? Ja, eben 15 bis 20. Und heute, wie ist das seit dem Putschversuch? Es sind echt viel. Seit dem Putschversuch vor allem? Genau, ich schätze schon 40 bis 50 Leute. Immer mehr Beispiele von Bespitzelungen werden bekannt. Nicht nur an der Preisverleihung der Uni Zürich für den regierungskritischen türkischen Journalisten Can Dündar wurden Teilnehmer fotografiert. 10 vor 10 weiß von Filmaufnahmen während einer Veranstaltung einer türkischen Dozentin. Sogar an einer privaten Hochzeit im Aargau wird ein Gülen-Anhänger fotografiert und das Foto Tage später in einer türkischen Zeitung publiziert. Der türkische Spion Ali hat bis 2012 eine linke Organisation beobachtet. An Demonstrationen habe er Leute abgelenkt, damit sein Chef sie fotografieren konnte. Im Vereinslokal suchte er nach Mitgliederlisten. Die bin ich gegangen, wollte ich so Tee trinken. Dann schauen, ob es was Neues gibt. Und der Verein hat schon aufgehängt Liste. Dann habe ich schnell mit dem Telefon fotografiert. Und was hat Ihr Chef vom Geheimdienst hier auf der Botschaft mit der Liste gemacht? Nach Ankara geschickt. Gab es Repressalien gegen diese Leute? Könnte sein, weiß ich nicht. Der Erdogan-nahe Fernsehsender ATV Anfang September. Hier steht, diese Personen stehen in Verbindung zu den Gülen-Terroristen. Jurist Ramazan Özgü plötzlich am Pranger. Sonntagmorgen startet man auf und dann hat man auf einmal im Fernsehkanal den eigenen Namen dort, als eben der Terrorist sozusagen. Und dann macht man sich halt Gedanken darüber, ob man überhaupt in der Schweiz in Sicherheit ist. Und Ihr Gewissen? Schlecht. Immer noch habe ich schlechte Gefühle. Aber Sie haben das 6 Jahre lang gemacht? Ja. 2012 wurde Ali enttarnt. Er behauptet, aus dem Geheimdienst ausgestiegen zu sein.